Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zurück in Train Sim World 4 auf dem PC. Zusammen mit mir, ich bin Felix der Weise. Ihr habt noch aktuell bis mindestens Montag, dem 3. Juni 2024, die Möglichkeit, Train Sim World 4 sowie dessen Add-ons auf allen Plattformen, also das heißt für den PC sowie für die PlayStation und die Xbox, da gibt es die Möglichkeit, dieses Spiel bis mindestens Montag deutlich günstiger zu bekommen. Das gilt sowohl für das Basisspiel Train Sim World 4, aber auch für dessen DLCs. Der Grund ist, dass aktuell für alle Plattformen in dem jeweiligen Store ein Sale stattfindet. Und das Besondere, es finden halt zeitgleich Sales für alle Plattformen statt. Zum Beispiel auf Steam, auf Epic, dann im Microsoft Store für die Xbox und im PlayStation Store. Ihr habt dort die Möglichkeit, TSW 4 zum Beispiel mit 60-70% Rabatt zu bekommen und die DLCs, auch deutsche Strecken, teilweise mit Rabatten von bis zu 80%. Wenn euch das Ganze interessiert, schaut einfach mal vorbei. Auf Steam geht das Ganze nur bis zum kommenden Montag, also dem 3. Juni, aber im PlayStation Store geht das zum Beispiel noch bis zum 12. Juni. Dasselbe gilt, meine ich, auch für Epic, und bei der Xbox ist ebenfalls schon am 3. Also schaut am Wochenende, wenn ihr Bock drauf habt, einfach mal da in diesen jeweiligen Stores vorbei. Beispielsweise die Strecke, mit der wir uns heute wieder befassen werden, die älteste deutsche Strecke, Rapid Transit, die gibt es beispielsweise aktuell für nur 7,99 €. Aber es gibt auch Rabatt auf die neueren Strecken wie die Semmeringbahn oder die Strecke Salzburg-Rosenheim, natürlich auch für die englische Strecke London Overground oder die schottische Five Circle Line. So, jetzt begeben wir uns aber heute auf unsere Strecke Rapid Transit. Da sind wir letztens schon unterwegs gewesen und mit der S-Bahn hier von Konnewitz durch den Citytunnel bis nach Bitterfeld gefahren. Und Bitterfeld wird wieder Ausgangspunkt für die heutige Reise sein. Wir fahren einen Zug mit der Baureihe 1442 von Bitterfeld nach Dessau Hauptbahnhof. Dann begeben wir uns direkt hinein in das Vergnügen. Nochmal ein kurzer Hinweis, wir hatten letztens eine Zwangsbremsung. Das war zwar einerseits ein Bug, aber andererseits hat es das im Fahrzeug richtig angezeigt und ich habe falsch reagiert. So, nordwärts. Willkommen im Bahnhof von Bitterfeld. Sie werden an allen Unterwegsbahnhöfen halten und bis zu Ihrer nördlichen Endhaltestelle Dessau Hauptbahnhof fahren. Das Ganze wird angegeben mit einer Spielzeit von 30 Minuten. Ich halte diese angegebene Zeit für realistisch. Hier sehen wir auch schon mal einen ersten Blick für unseren Zug, wo wir überall unterwegs halten. Also lasst uns nun an unseren Arbeitsplatz gehen, den Führerstand unserer Baureihe 1442 im Design der S-Bahn Mitteldeutschland. Da nehmen wir einmal Platz, öffnen erst einmal die Türen, dass die Fahrgäste einsteigen können. Dann legen wir auf jeden Fall die Bremse an. Das ist hier nämlich so ein kleiner Bug bei diesen Szenarien, dass die nicht angelegt ist. Schauen mal, ob wir auch hier genug Saft haben. So, Richtungswender auf vorwärts und dann schalten wir uns für die Fahrt natürlich die SIFA und trotzdem noch einmal die PZB ein. Wie gesagt, es war kein kompletter Bug. Also der Bug war, dass das bei einem 100er-Signal eigentlich nicht der Magnet nicht aktiv sein darf. Aber der Zug hatte das richtig angezeigt. Ich habe es mir nochmal angeguckt und da hätte ich einfach auf 85 runterbremsen müssen. Und das haben wir nicht gemacht. Daher hatten wir letztens hier vor der Sau eine Zwangsbremsung. So, und da haben wir jetzt alles, glaube ich, fertig aufgerüstet. Wir gucken mal, ob der Zug noch Spitzenlichter eingeschaltet hat. Und das ist der Fall. Zugziel ist auch korrekt, so dass wir hier am Bahnhof von Bitterfeld nun abfahrbereit. Sogar am selben Bahnsteig stehen, nicht am selben Gleis, aber zumindest am gleichen Bahnsteig. Und nun die Abfahrt in Richtung Dessau erwarten können. Da blinkt ein Signal, zeigt uns 60 an. Das muss auf jeden Fall quittiert werden. Und hier wird die restriktive Überwachung eine Rolle spielen. Näheres gleich dazu. Hier sehen wir auch den Bahnhof von Bitterfeld, hier ist absolut nicht viel los und auch kaum KI-Verkehr, also wenn überhaupt, kommt euch ja die S-Bahn in den Szenarien entgegen, wir sehen ja keine Güterwagen und so weiter, da diese ja im DLC auch nicht enthalten sind. Es war, wie gesagt, die erste deutsche Strecke, die es damals für Train Sim World gab und demzufolge auch das erste und damals einzige deutsche Fahrzeug. Es gibt, wie gesagt, einen aktuelleren Fahrplan, da kommen euch auch ein paar andere Züge entgegen, aber auch der orientiert sich lediglich an dem, was eben hier im Personenverkehr unterwegs ist. Güterzugfahrten oder Güter-KI gibt es hier gar nicht. Und Bitterfeld, ja, wird mir vielleicht der ein oder andere ICE auch ganz gut tun. So, dann
Ja, sind wir soweit abfahrbereit? In wenigen Sekunden können wir die Türen schließen und uns auf dem Weg nach Dessau begeben. Und wir werden das Besondere der restriktiven Überwachung der PZB jetzt hier im Spiel kennenlernen. Denn da gibt es eine Sonderregel. Es ist schwer zu erklären. So, wir verriegeln die Türen, lösen gleichzeitig die Bremse und setzen uns in Bewegung. So. Jetzt zeigt uns der Zug natürlich hier bei der Ausfahrt eine Überwachung von 45 km/h an, aus der wir uns, wenn wir das wollen, befreien können. So, ich mache das jetzt mal in diesem Fall. Aber jetzt gibt es hier eine Besonderheit, und zwar bei dem Quittieren dieses Signals. Wir dürfen hier, wir sind langsamer als 45 km/h. Das heißt, und müssen hier aber die Überwachungstaste drücken. Das bedeutet, wenn wir unter 45 km/h in die nächste Überwachung fahren, gilt hier die restriktive Überwachung und da gilt die Überwachungsgeschwindigkeit von 45 Stundenkilometern und nicht wie üblich von 80. Das ist so eine kleine Besonderheit bei der PZB, aber also das muss man, das sollte man wissen, wenn man mit diesem System unterwegs fährt. Ich weiß, PZB ist auch meiner Meinung nach das komplizierteste Zugsicherungssystem hier im Spiel. Man hat es irgendwann schon ein bisschen raus, wie es funktioniert. Ich mache jetzt mal den Tempomaten noch mit rein und dann, ja, sollte man, also wie gesagt, man muss sich da schon ein bisschen belesen. Aber man hat es dann irgendwann halt raus, wie das Ganze funktioniert. Aber man muss wachsam sein. Also das Ganze, man muss ja nicht mit PZB fahren, das hatte ich euch ja schon mal erklärt. Und ja. So, jetzt verlieren wir natürlich Zeit, weil die Szenarien oder Fahrten meistens für Fahren ohne PZB ausgelegt sind. Das heißt, das Ganze kostet uns natürlich jetzt. Jetzt dürften wir uns befreien. Und nun stellen wir den Tempomaten natürlich auch gleich voll auf 120, die hier erlaubt sind. Ihr seht, da kommt der Zug gar nicht mit dem Beschleunigen richtig hinterher. Also Moment, Moment, Moment. Das mache ich natürlich wieder totalen Müll. Weil hier ist ja 60. Ihr seht, wie schnell man sich dann hier irren kann. Ab dem Signal geht die eigentlich, obwohl sie eigentlich da vorne gilt. Aber ist jetzt nicht ganz so tragisch. Das ist halt ein kleiner Bug, den Transam World überall hat. Bei Geschwindigkeiten, die signalgesteuert sind. Da gilt das eben erst ab dem Punkt, wo dieser Gleisabzweig ist und nicht schon ab dem Signal. Aber gut, soll jetzt ein Vorteil für uns gewesen sein. Anderthalb Minuten noch. Ja, wir werden uns vielleicht ein bisschen verspäten, wenn wir da ankommen. Aber wir werden jetzt hier nicht gleich eine nicht mehr einholbare Verspätung haben. Und da kommt uns der nächste Zug schon entgegen in Richtung Bitterfeld. Ihr könnt hier im alten Fahrplanmodus lediglich eine S-Bahn-Linie fahren, das ist ja die S2. Und im neuen Fahrplanmodus, der ja hier gratis beigelegt ist von 2021, da könnt ihr hier zwei S-Bahn-Linien fahren. Also einmal diese, die bis nach Leipzig fahren und einmal die Linie nach Halle. Die könnt ihr halt auf dem kurzen Abschnitt fahren. Also dieser neue Fahrplanmodus bringt halt wesentlich mehr Fahrten mit sich. Und diese Fahrten sorgen für mehr Abwechslung. Da sind halt eben auch deutlich kürzere Fahrten dabei, denn im alten Fahrplanmodus waren halt viele sehr, 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 sehr lange Fahrten dabei. So, mal gucken, ob wir das gerade so noch schaffen hier. So, wir öffnen die Türen. Und Fahrgäste steigen ein und aus. Ja, wir sind sogar noch pünktlich angekommen. Hier am Bahnhof von Krepin. Natürlich gibt es auch hier die beliebten Streckenkarten aufzuhängen. Die dürfen ja nirgends fehlen. Ziel unserer Fahrt, wie gesagt, Dessau Hauptbahnhof. Wir können ja mal einen Blick auf die Fahrten werfen. Wir sind jetzt von Bitterfeld nach Krepin gefahren. Es kommt Wolfen, Jesnitz, Ragun, Marke, Dessau Süd und Dessau Hauptbahnhof entlang unserer Fahrt. Natürlich wünschen sich viele auch für diese Strecke ein Upgrade. Und zwar auf der Basis. Dieses Upgrade soll dann eben am besten die Verlängerung nach Magdeburg beinhalten. Wenn, dann wäre ich aber, weiß ich nicht. Also ich bin dann eher, wenn es um eine Verlängerung oder um ein Add-on 2.0 gehen soll,
wäre ich jetzt nicht bei Magdeburg, sondern da wäre ich eher bei dafür, den Leipziger Hauptbahnhof oben befahrbar zu machen und dann eben nach Halle-Saale zu gehen. Da könnte man einerseits von Bitterfeld nach Halle fahren, andererseits von Leipzig nach Halle. Das würde auch Fernverkehrsfahrten mit einschließen. Güterverkehr wäre dann eine interessante Sache, der dann hier unterwegs ist. Also da, man könnte da eher im Süden so Leipzig-Halle ein kleines Netz machen. Natürlich rede ich dann von beiden S-Bahn-Strecken, die Leipzig mit Halle verbinden, also sowohl die S3 als auch die S5. Bei der S3 kann man natürlich nachdenken, wenn es möglich ist, bis nach Halle-Trotha weiterzugehen. Das wären dann eher so meine Wünsche. Aber ich glaube, dass das zu. Also, wenn man sowas realisieren will, dann reden wir natürlich nicht mehr über ein Upgrade. Dann sprechen wir ausschließlich eher über ein zweites 2.0 Add-on. So wie wir das beispielsweise von dem Long Island Railroad kennen. Da bin ich auch sehr gespannt, ob wir sowas nochmal erleben, dass aus einem älteren Add-on ein neues gemacht wird mit neuen Streckenteilen daran. Aber ich denke mal, die Verkaufszahlen. Das wird wohl dann natürlich nach den Verkaufszahlen entschieden werden. Also Rapid Transit hätte für sowas Potenzial, wenn man daraus ein Netz Halle Leipzig macht. Vielleicht im Süden den Ast nach Stötteritz noch dranhängt, das ist lediglich eine Station. Aber gut, es muss natürlich alles realisiert werden. Das darf man da nie vergessen und sich das einfach reden. So, Wolfen bei Bitterfeld, beziehungsweise Stadt Bitterfeld-Wolfen. Ich glaube, der einzig etwas größere Unterwegsbahnhof, wo wir jetzt halten. Fernverkehr gibt es auf der Strecke zwischen Dessau und Bitterfeld nicht ganz so viel. Oder es gibt mittlerweile wieder Fernverkehr. Es gab dann erst diese Intercity-Linie, die da mal unterwegs war. Und Bitterfeld-Wolfen war und ist natürlich das sogenannte Chemiedreieck und war vor allem zu DDR-Zeiten so eine der ganz wichtigen Industrien, die es da gegeben hat. Aber Bitterfeld, da man damals zu der Zeit halt nicht so auf das Thema Umwelt geachtet hat, wie das heute der Fall ist, und viel improvisiert hat, zählte das damals auch zu den stark luftverschmutzten Gegenden. So, wir haben über eine Minute Zeit, da können wir doch mal überlegen, ob wir uns doch mal nach einer Streckenkarte umschauen, die wir hier aufhängen können. Haben wir nämlich letztens gar nicht gemacht. So, mal gucken, ob wir hier eine finden auf diesem DLC. Es gibt natürlich hier wie auf allen anderen Strecken auch die Möglichkeit, da hinten sind welche? Nee, oder? Hier ist gar keine Bahnsteig. Ich gehe mal hier rüber. Wir hier eine finden. Fahrstühle funktionieren hier, glaube ich, noch. Nee, die funktionieren hier bei den alten Addons noch nicht. Streckenkarte. Ich finde jetzt auf Anhieb hier doch. Nee, oder? Nee, ich finde jetzt keine. Gut, da begeben wir uns wieder in unserem Zug hinein, schließen die Tür und sind in wenigen Sekunden auch bereit zur Abfahrt. Hier sehen wir auch einige der Industrieanlagen angedeutet von Wolfen. Natürlich kann die Ausgestaltung nicht mehr mit der von heutigen Strecken verglichen werden. Man darf ja aber dabei nie vergessen, dass Bitterfeld, dass DTG ja damals selbst noch sich da gewisse Arbeitsroutinen aneignen musste und gucken musste, wie was funktioniert. Und man sieht bei neueren Add-ons, die ja zum Glück auch wieder länger werden, dass da schon eine gewisse Arbeitsroutine existiert. Und da stellt man sich natürlich die Frage, längere Strecken, kürzere Strecken. Ich glaube, dass die Tendenz eher so ist, dass wir künftig eher wieder gewisse Streckenlängen bekommen werden. Dass das Thema, also dass es nicht so sein wird, wie es mal jahrelang gewesen ist, dass es die Strecken immer kürzer werden, sondern dass sie eher wieder länger werden können. Der Grund, könnt ihr euch denken, der Grund ist meiner Meinung nach, dass das Thema KI hier sicherlich eine gewisse Rolle spielen wird. Dass man eine KI einfach mit gewissen Informationen füttert und die KI dann die Häuser baut. Oder viele Häuser, die in der zweiten und dritten Reihe stehen, ist ganz persönlich meine Meinung dazu, dass das ein ganz wichtiges Thema werden wird, dass die KI in den Bau und in den Bau von Objekten dann einbezogen wird. Dürfte meiner Meinung nach ein sehr, sehr wichtiges Thema sein.
So, sehr gut. Geschwindigkeit ist hier markiert. Wir müssen also auf 85 runter. So, vor dem Bahnhof dann nochmal auf die 70. Jetzt ist die Frage, ob wir hier Geschwindigkeitsmagneten haben. 26 sollen wir es da sein. Also die Fahrpläne sind sehr, sehr gut auf dem Szenario angepasst. Ja, meine Tendenz ist eigentlich, man sieht es ja auch bei den aktuelleren Strecken, sie werden nicht immer kürzer, sondern sie haben eine gewisse Länge. Natürlich werden die Strecken nicht so extrem lang werden, wie wir das von Kassel-Würzburg kennen. Kassel-Würzburg ist da wirklich eine absolute Ausnahme, weil die Strecke einfach von ihren Gegebenheiten halt passt, dass man eigentlich, sie ist extrem lang, hat aber dafür eben nur drei Bahnhöfe und relativ viel Tunnel, sodass man das vielleicht so realisieren konnte. Aber ich denke mal, dass wir uns eher auf solche Längen wie beispielsweise Salzburg-Rosenheim oder sowas, dass das eher sowas dann sein wird, dass man sich mit solchen Längen so in etwa einstellen muss. Denn wir hatten ja im allerersten Trains im World, falls ihr das kennt, ihr euch noch daran erinnert, da war es ja eine sehr, meiner Meinung nach, sehr besorgniserregende Tendenz, dass die Strecken immer kürzer wurden. Teilweise Entfernungen nur von 20 Kilometern. Dann zwar zwei Streckenäste, also zwei verschiedene Streckenteile, aber es wurde immer kürzer letzten Endes. Aber die Tendenz hat sich dann seit TSW 3 eigentlich wieder langsam in eine andere Richtung bewegt. So, hier können wir irgendwas aufhängen. Wartet mal. Nee, können wir nicht, weil wir gleich los müssen. Hier sehen wir die Station von Jesnitz mit super Kunstwerken hier an den Wänden. Also das hat man gut wiedergegeben. So ostdeutscher stillgelegter Bahnhof. Das passt da ganz gut. So, wir müssen aber schon weiter. Ich hätte schon gern die Streckenkarte jetzt eigentlich aufgehangen, aber egal. Weiter geht's für uns. Zunächst erst einmal mit 70, wahrscheinlich aufgrund des Bahnhofes, oder? Auf der Strecke Leipzig-Dessau selbst war ich auch schon öfter mal unterwegs gewesen, ist aber auch schon ein paar Jahre her. Aber es war die letzte Fahrt war, glaube ich, dann auch schon mit der S-Bahn Mitteldeutschland gewesen. Kilometer sind es jetzt bis nach Ragun. So, da haben wir die 70 rein gemacht und da kümmert sich unser Fahrzeug dann easy um das Einhalten der Geschwindigkeit. Können wir doch mal einen Blick auf Sachsen-Anhalt werfen. Man sieht auch hier die Bebauung, dass man sich da vorgetastet hat. Gerade die Bebauung, was diese ganzen Hintergründe angeht, dass man sich eher am Streckenrand das orientiert hat. Hintergrund dürfte aber hier sein, dass ja damals auch geplant war, TSW für die PlayStation, damals nur für die PlayStation 4 und die Xbox One rauszubringen. Allerdings, ja, also wie gesagt, wo Rapid Transit erschienen ist, da gab es ja Transit World nur für den PC. Damals gab es dazu auch nur zwei Strecken, einmal Sandwich Crate und einmal die Great Western. Dann kam Rapid Transit, dann kam, meine ich, NEC New York, aber nicht das NEC New York Trenton, was ihr kennt, sondern NEC New York von New Ark bis nach New Roxella. Die Strecke, die dann es nie in die Folgeteile geschafft hat, aus technischen Gründen. Und danach hat man Transom World dann also für die Konsolen rausgebracht und die ersten Jahre erstmal ohne die Sandwich Crate. Also ich glaube, die Sandwich Crate gab es erst ab Transom World 2 für die Konsolen. Das heißt, man musste hier ganz massiv immer sich vortasten, was läuft und was nicht. So, wir erreichen Ragun. Lassen natürlich auch hier unsere Fahrgäste ein- und aussteigen. Auch hier, also dieses Flair, so alter, stillgelegter Bahnhöfe, das hat man hier, glaube ich, so ganz gut wiedergegeben. Und auch wenn wir uns hier die Bahnsteige und so weiter anschauen, wie gesagt, das ist ein Add-on fast 7 Jahre alt.
6,5 Jahre alt. Trotzdem hat es immer noch einen gewissen Wiedererkennungswert. Also man hatte damals schon eine relativ gute Qualität. Damals basierte das ja, wo dieses DLC entwickelt wurde, das basierte ja damals noch auf Train Sim World. Es basierte ja damals noch auf Train Sim World. Ach Gott, auf Unreal 4. Also jetzt, das ist halt, wenn hier, ihr habt es ja wahrscheinlich auch gehört über das Mikrofon oder über das Headset, wenn hier mein Smartphone kommt und kommt eine Nachricht rein, dann lenkt mich das manchmal auch ein bisschen ab. Sollte man vielleicht nicht während des Zugfahrens machen. So, dann lassen wir auch hier unsere Fahrgäste einsteigen. Ich bin gespannt, ob man hier überhaupt Platin-Medaillen erreichen kann. Das letzte Mal haben wir das ja nicht geschafft gehabt. Ob das nur in der Zwangsbremsung lag oder ob die wirklich nicht zu erreichen war, keine Ahnung. Nächste Station ist Marke. Jetzt haben wir mal 3 Kilometer, da können wir mal auf 120 hochbeschleunigen. Und Dessau, da kommt, ne, da sind wir ja fast fertig. Nach Marke kommt Dessau Süd und dann kommt Dessau Hauptbahnhof. Dessau Süd war ich auch mal an dem Bahnhof gewesen und Dessau Hauptbahnhof kenne ich auch. Ich meine, dass die auch in diesem Spiel sehr, sehr gut, also dass sie schon einen gewissen Wiedererkennungswert haben. Auch hier sehen wir in diesem alten Addon schon verschiedene Straßentypen zum Beispiel. Aber irgendein DLC gab es doch mal, so ein britisches, was dann schon sehr fiktiv war, wo Rechtsverkehr in Großbritannien gewesen ist. Ich weiß nicht mehr genau, welches das war, ob das hier dieses East Coast Way gewesen ist. Ich weiß, ich müsste mal gucken. Ich weiß auch nicht, ob der Bug da noch mit drin ist, aber das war so, was man gesagt hat, okay, das scheint irgendwann in sehr ferner Zukunft zu spielen. Oh, nee, Mist, das war ein bisschen zu früh. Ich will noch einen höher. Ich will auf 120, mein lieber Zug. Das war die SIFA, die mal zurückgesetzt werden wollte. Und hier sehen wir auch so ein bisschen die Landschaft, so Sachsen-Anhalt. Das Land der Frühaufsteher, auch so die Bäume und so typisch. Man hat auch diese mitteldeutsche, leicht, ja, diese Landschaften, diese hier großen Kiefern sind das, glaube ich. Hat man auch ganz gut hinbekommen. Natürlich muss man dazu sagen, die Strecke hat auch mal ein Preservation-Update bekommen, aber da hat man ja an der Szenerie an und für sich nicht so viel verbessert. Da wurden in erster Linie wie heißt es gleich? Ja, der Himmel zum Beispiel, der wurde ausgetauscht. Der sieht ja wesentlich besser aus. Ihr könnt euch ja, wie schon erwähnt, auf meinem Kanal ja noch Videos anschauen zu der Strecke, wie das Ganze ausgesehen hat. Zum Release, die sind noch online im Jahr 2017 und da werdet ihr jetzt hier, wenn ihr das mit dem Video vergleicht, wo ja schon das Preservation Update lange da ist, da werdet ihr dann schon einen gewissen Unterschied feststellen. Also das Preservation Update hat schon diese alten Strecken ganz gut aufgewertet. Wir erreichen eine Minute zu früh die Station Marke, da müssen wir gar nicht so hetzen. Bin ich gar nicht so gewohnt von den meisten TSW-Fahrplänen. Ein schönes Fahrzeug-Addon hierfür ist auch die Baureihe 182, also der Taurus, den ihr hier dann mit Doppelstockzügen fahren könnt. Da gibt es drei Szenarien dazu. Es ist auch die Möglichkeit, eben Expresszüge zu fahren, die nicht überall halten. Auch hier sehen wir wieder individuelle Bahnsteige. Das ist halt noch so ein, glaube ich, so ein ganz alter Bahnsteig. Marke hier so. Jetzt hier. Jetzt haben wir Zeit. Jetzt können wir hier mal die Streckenkarte aufhängen. Und hier seht ihr einmal den kompletten Streckenplan. Ach, hier soll es, glaube ich, auch noch ein Update geben für diese Textur-Glitches. Also wir sind jetzt hier. Und ihr seht, hier runter geht dann die S-Bahn. Hier sehen wir aber den City-Tunnel ausgelagert. Und hier sind wir letztens gestartet und ihr seht, Richtung Süden fehlen noch ein paar Stationen. Ich kann euch aber sagen, also vielleicht machen wir da noch ein Szenario, was dann zum Beispiel in Delitzsch beginnt. Ich kann euch aber gleich sagen, das sieht da nicht viel anders aus als Connewitz. Also da ist nichts Spezielles oder so, was man sich jetzt, wo ich sage, das muss man sich unbedingt angucken. Aber wir können natürlich, wenn ihr Bock drauf habt, gerne dann auch nochmal eine Fahrt machen. Aber meine Tendenz ist eher, dass wir uns das nächste Mal eine andere deutsche Classic-Route anschauen, die auch ihre Besonderheit hat. Ahnt ja wahrscheinlich schon, welche das sein wird.
Bahnhof mitten im Wald. Ist auch die Fahrzeuggestaltung. Ich finde sie sehr schön. Die nächste Station ist dann Dessau Süd. Und das ist eine der längsten Entfernungen. Jetzt hier fast über 7 Kilometer. In 4 Minuten sollen wir da sein. Das sollte zu schaffen sein. Und Dessau Hauptbahnhof sollen wir dann 43 erreichen. Und dann aus dem Zug aussteigen. Wir können uns so den Bahnhof von Dessau dann noch anschauen. Dies ist, glaube ich, das ist auch die einzige Strecke, die in Sachsen-Anhalt spielt. In Sachsen gibt es ja mehrere Trains im World-Strecken mittlerweile. Da haben wir ja die Strecke Dresden-Riesa. Dann haben wir die Taranter Rampe von Dresden nach Chemnitz. Die einzige Strecke, wo wir mit Neigetechnik fahren sind. Also Dresden ist da schon ganz gut versorgt. Sachsen allgemein. Also, und auch hier haben wir ja Sachsen mit dem Leipziger City-Tunnel. Die Landesgrenze, die ist zwischen. Die befindet sich zwischen Delitzsch und Petersroda. Hier auf dieser Strecke. Muss ich aber auch erst nochmal gucken. Bei Bitterfeld wusste ich es Sachsen-Anhalt, aber bei Petersroda war ich mir da nicht sicher. Viele wünschen sich ja natürlich auch Strecken aus Thüringen. Landschaftlich wunderschöne Strecken, gar keine Frage. Da würde ich persönlich an sowas denken wie Erfurt-Eisenach zum Beispiel oder Erfurt-Bad Hersfeld, sowas. Also eine Strecke, die landschaftlich wunderschön ist. Oder Erfurt-Fulda, aber das ist schon ein ganz schönes Stück dann zu fahren. Viele wünschen sich aber auch so Strecken im Thüringer Wald. Hat sicherlich auch seine Reize. Zum Beispiel Erfurt-Meiningen wird da sehr oft genannt. Und natürlich der absolute Favorit, der immer wieder gewünscht wird, das ist natürlich die deutsche Hauptstadt Berlin. Wobei man ganz ehrlich sagen muss, da gibt es für mich zwei Varianten. Entweder man beschäftigt sich dann mit einem Add-on um die Berliner S-Bahn. Da müsst ihr dann aber mit einer Streckenlänge rechnen, so wie London Overground. London Overground hat ja das Thema S-Bahn so ganz gut hervorgehoben. Da muss man dann halt mit einer relativ kurzen Strecke rechnen, wenn man da wirklich überlegt, die Berliner Stadtbahn zu bauen, weil das extrem komplex und aufwendig ist. Oder man baut eine Fernstrecke Richtung Berlin, zum Beispiel Leipzig-Berlin oder Halle-Berlin. Da muss aber damit gerechnet werden, dass logischerweise nur der untere Teil des Berliner Hauptbahnhofes dann befahrbar ist, dass es eigentlich so dann von Berlin nicht so viel zu sehen gibt. Ich halte beide Varianten für möglich. Entweder ein relativ kurzes S-Bahn-Add-on, vielleicht sogar ein komplettes S-Bahn-Add-on, aber das würde ja dann wirklich durch komplett, wenn man jetzt sagt, hier Ahrensfelde, Potsdam zum Beispiel, aber das ist dann schon sehr lang. Da muss man eher mit sowas wie von Ostbahnhof nach Potsdam rechnen, über die Stadtbahn. Aber da lassen wir uns am besten mal überraschen. Also Potenzial ist auf jeden Fall da und meiner Meinung nach kann man mittelfristig oder langfristig durchaus mit sowas rechnen, weil einfach dieses Thema, wie schon erwähnt, KI hier sicherlich mittelfristig eine gewisse Rolle spielen wird in der Entwicklung von Objekten und so weiter. So, wir erreichen Dessau Süd. Ja, definitiv wiedererkennungswert, denn dieses Gebäude steht da wirklich gegenüber des Bahnhofes. Und wir vertrödeln Zeit. Junge, Junge, Junge. Ein bisschen zu früh gebremst. Das kostet uns gerade richtig Zeit. Ja, es ist mal enge Fahrpläne, mal nicht so. Wir müssen jetzt auch nicht unbedingt an der Markierung halten. Mittlerweile reicht es in GSW, wenn ihr ganz gut am Bahnsteig haltet. Oh, wer setzt denn so weit am Anfang die Markierung? Junge, Junge, Junge. Ja, also das ist eine Station, die einen sehr, sehr guten Wiedererkennungswert aufweist. Das ist richtig. Also es ist wirklich so, dass dort so ein Gebäude gegenübersteht, so Schulhaus oder was das ist, dann Dessau Süd und dass dahinter wirklich auch so Plattenbauten stehen. Die sind, glaube ich, etwas niedriger, solche DDR-Neubauten, aber das kommt hier echt gut hin. Das hat man wirklich geschafft, sehr gut hier wiederzugeben. Natürlich nicht 1:1. Wie gesagt, die Hochhäuser sind dort etwas niedriger, aber also ein paar Stockwerke weniger. Die haben, glaube ich, nur 3 oder 4.
Aber so, auch dieses hier, dieses große Gebäude, dieses Firmengebäude oder was das ist, und hier das Bahnhofsgebäude von Dessau Süd, das finde ich, hat man hier schon sehr, sehr gut wiedergegeben. Also das ist, ja, auf jeden Fall gut gemacht. So, jetzt werden wir uns unserem Ziel hingeben. So, ich versuche nochmal einen schönen Screenshot hier zu machen. Unsere S-Bahn hier vorbei sausen zu lassen. Danach müssen wir natürlich wieder auf die PZB achten. Aber es gibt, weil wir gerade mit Sachsen-Anhalt über Sachsen-Anhalt gesprochen haben, da gibt es ja ein sehr, sehr interessantes Projekt, was auch mal auf meinem YouTube-Kanal vorgestellt wurde vom Nexux Craft. Und da widmet man sich dem Thema Harz, wo unter anderem die Strecke Magdeburg-Thale mit drin sein soll. Und da sollen wohl auch Innenstädte begehbar sein. Also das Ganze klang mitunter sehr, sehr interessant. Könnt ihr euch anschauen, da gab es ein Interview mit dem Streckenbauer und das ist auch ein sehr langes Interview. Es ging über, glaube ich, über eine Stunde. So, davon ist dann sogar 130, aber das wird sich kaum lohnen, diese auszufahren. Wir fahren jetzt direkt ins Stadtgebiet von Dessau hinein. Sehen wir auch schon, ist ein bisschen mehr bebaut und alles wieder schön mit Graffiti hier beschmiert. Also dieses Flair der Strecke hat man schon sehr gut hinbekommen. Natürlich fehlt es hier, dass hier und da mal ein paar Güterwagen abgestellt sind, aber das Ganze kann man sich ja mittlerweile auch selber im Szenario-Designer zusammenbauen. So, da vorne ist dann sogar ein rotes Signal, was uns erwartet. So, da ist auf jeden Fall das Einfahrsignal für Dessau und das muss quittiert werden. Das zeigt uns eine 60. Für uns ist erstmal wichtig, auf die Überwachungsgeschwindigkeit zurückzukommen. Das sind 85. Der Rest ist Bonus. Hier 60 scheint, gilt ja dann, glaube ich, auch erst ab dem Signal da vorne. Und dann, wo es nächste, wenn es nächste kommt, dann sind wir dann schon bei 60. So, das ist eigentlich nur so ein Wiederholer, aber man weiß es ja nie in TSW. Nee, ist alles richtig, weil der muss nicht quittiert werden. Hier vorne kommt dann das nächste. Da geht's dann, müssen wir dann gleich auf 45 runter, weil eine Geschwindigkeit von weniger als 30 angezeigt wird und das heißt halt erwarten. Und da gilt eine andere Überwachungsgeschwindigkeit. Einfahrt in 800 Meter müssen wir sowieso anhalten und da fahren wir ein in den Dessauer Hauptbahnhof. Immer weiter rein. Na gut, wir können den Zug einfach rollen lassen, müssen nicht gleich anhalten. Und da fahren wir ein in den Dessauer Hauptbahnhof. Wartet auch schon der Gegenzug. Wir kommen jetzt natürlich ein bisschen zu spät an. Das hat auch was mit der Überwachungskurve zu tun, weil ich jetzt auch nicht genau weiß, wo hier die 500 Hertz-Magneten liegen. Es kann sein, dass der erst am Bahnsteig liegt. Dann hätten wir auch mit 60 einfahren können. Hier kurz vor dem Bahnsteig. Also hier hätten wir spätestens auf 40 runter sein müssen. Oder 45, um genau zu sein. Damit erreichen wir unseren Ziel Bahnhof mit einer Minute Verspätung, Dessau Hauptbahnhof. Und Leute, wir sind ohne Zwangsbremsung durchgekommen und sehen jetzt hier den Hauptbahnhof von Dessau. Das markante Bahnhofsgebäude. Normalerweise ist dann, glaube ich, hier vor dem Bahnhof ja noch so eine Straßenbahnhaltestelle, meine ich mich zu Bitte achten erinnern. Sie auf den Abstand zwischen Genau, da wo Zugleisen dieser Kreisverkehr ist, da ist eigentlich noch so eine Straßenbahnhaltestelle, die übrigens auch in Richtung Dessau Süd fährt, in die Gegend, wo wir gerade herkommen. So, Fahrgäste sind alle ausgestiegen.
Und ja, gut, dann lassen wir den Zug halt so. Das Abrüsten müssen wir anscheinend nicht. Das, naja, weil der Kollege wahrscheinlich dann gleich zurückfährt. Und dann werden wir hier in Dessau unser wunderschönes Szenario beenden und schauen, welche Auswertung wir bekommen. Und es reicht für Gold. Also hier gibt es anscheinend kein Platin, weil so viel haben wir nicht falsch gemacht. Ihr seht, ich habe gar keine Punkte. Ich sehe auch gar keine große Auswertung. Das gibt es anscheinend noch gar nicht für die alten Strecken. Sehen wir aber überall pünktlich. Am letzten eine Minute später ansonsten überall pünktlich gewesen. Und 11.000 Punkte, das ist locker möglich. So, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war unsere Fahrt von Bitterfeld nach Dessau durch das wunderschöne Sachsen-Anhalt. Wenn ihr Lust habt, dass wir nochmal durch den Citytunnel fahren, also diese eine Fahrt von Delitzsch nach Markkleeberg-Aschwitz machen, zum südlichsten Endpunkt. Wie gesagt, meiner Meinung nach gibt es da nicht viel mehr anderes zu sehen als in Connewitz zum Beispiel. Dann schreibt es in die Kommentare und ich denke, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder und wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Habt eine schöne Zeit, euer Felix, der Weise.